Hallo auf unserem Kanal Vagabunden die Camper. Ich bin der Stefan. Und ich die Sabine. Hallo. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir möchten euch heute gerne im zweiten Teil unserer Gadget-Reihe die nächsten Gadgets zeigen. Die blenden wir euch jetzt gerade mal ein. Da sind viele Neuigkeiten dabei. Da ist auch ein alter Bekannter dabei, den wir euch dann auch nochmal zeigen möchten. Lasst euch überraschen. Und ich denke mal, da sind wieder ein paar ganz gute Sachen dabei, ne? Auf jeden Fall. Also finde ich. Ja, also wie gesagt, auch jetzt schon an dieser Stelle, wenn ihr möchtet, dann schreibt uns gerne eure Kommentare. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, tut uns mal Gefallen, zeigt uns das vielleicht nochmal oder könnt ihr nicht mal das ausprobieren oder wir haben hier einen ganz, ganz tollen Tipp, den müsstet ihr unbedingt ausprobieren, dann freuen wir uns da auch drüber. Ne? Das wäre auch nicht schlecht, ja. Ja, also wie gesagt, die Kommentarfunktion gibt es nicht umsonst, einfach Kommentare reinschreiben und jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß mit unserem neuen Video. Mhm. Gut. Das hier haben wir auf der Messe in Stuttgart gesehen. Wofür wir das brauchen, seht ihr jetzt. Genau so sieht das aus. Also das ist unsere Sitzgruppe, sehr, sehr groß. Und als wir in Stuttgart waren, hatten wir eine ganze Menge Besucher und haben die Sitzgruppe auch schön voll gemacht. Und hier unten saß jemand auf dem Boden. Das war nicht ganz so optimal. Und dann waren wir in Stuttgart auf der CMT unterwegs und dann haben wir das gesehen. Und Sabine zeigt euch jetzt mal, was das ist. Und ich sage jetzt schon mal, kein UFO. Kein UFO, das stimmt. Ist einmal Sit to Go. Sit to Go. Sit to Glow. Sit to Glow. So, und jetzt greift man da rein. Und macht Hocker daraus. Okay. Also warum aus der UFOs werden Hocker. To Glow heißt, zeigen wir jetzt. Sit to Glow. Ich mache es noch einmal ganz kurz hier ein bisschen Licht aus. So, genau. Dann seht ihr das. Der hat Beleuchtung. Und? Farbwechsel. Genau. Und ein Alarmlicht. Genau. Also wenn mal irgendwann der Alarm losgeht, dann seid ihr doch auf der sicheren Seite. Also das sind zwei Hocker, die jeweils 150 Kilo aushalten. Also es haben einige auf der Messe da drauf gesessen, die wirklich mehr an Gewicht hatten. Vor allen Dingen blenden wir euch jetzt mal ein, wie ich da drauf stehe. Dann könnt ihr das nämlich sehen, weil die Dinger sind unfassbar stabil. Stabil, ja, kann wirklich man einfach stabil. So sagen. Vor allen Dingen sind die klein und handlich, wie ihr schon eben gesehen. Und man kann sie auch noch in verschiedenen Größen einstellen. Für Kinder. Okay. Mitunter. Ja, das ist schon echt cool. Mhm. Also ausziehen. Und dann. Ja, jetzt hat der Panzer drin. Das sollte so nicht sein. Das wollte ich eigentlich verhindern. Nehmen wir mal den anderen eben. Weil man zieht das auseinander und dreht. Und zack, ist der wieder zusammen. Ja, das ist ein bisschen mit Übung verbunden. Am Anfang haben wir auch erstmal ausprobiert. Stefan kriegt das nicht so unbedingt hin, deshalb lässt er mich das machen. Ich bin der Grobmotoriker, deswegen zeigt euch das auch Sabine. Ich wollte das eigentlich zeigen, aber ganz ehrlich. Wie gesagt, man zieht das auseinander. Man hat hier den praktischen Tragegurt und man kann seinen Hocker überall mitnehmen. Ja. Ich finde den praktisch. Fanden wir super praktisch tatsächlich, weil wir damit ganz einfach ruckzuck Stühle haben. Einmal für draußen fürs Vorzelt und einmal auch so. Die kann man auch mitnehmen zum Angeln. Wir gehen ja ab und zu auch mal angeln. Mhm. Oder wenn man mal in der Stadt unterwegs ist oder man will sich irgendwo an eine Strandpromenade oder was hinsetzen, kann man die Dinger mitnehmen, weil die sind nicht besonders schwer. Also ich persönlich bin davon echt begeistert. Und die wollten wir euch nicht vorenthalten. Wie gesagt, Sit and Go ohne Beleuchtung und Sit to Glow. Mit Beleuchtung. Mit Beleuchtung. Und die könnt ihr bei Vedo kriegen. Die Adresse also von dem Internetshop, die blenden wir euch in unserer Videobeschreibung ein. Und ich denke mal, die Dinger sind echt cool, ne? Von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Von mir auch. So, der nächste Tipp betrifft etwas, das bestimmt jeder schon mal kennt. Wo ist die Fernbedienung? Und das Spiel habe ich schon oft gespielt. Meistens ist es dann so, dass meine Frau gewinnt. Die weiß dann meistens, wo ich die Dinger hingetan habe. Aber die Überlegung war ganz einfach, die Fernbedienung irgendwie an eine feste Stelle zu packen. Und da habe ich überlegt, okay, in den Besteckkasten, dann sind die Dinger da rumgeflogen. Oder im Schrank sind die Dinger auch rumgeflogen. Und dann habe ich geguckt und man kann tatsächlich im Internet, kann man solche Halterungen kaufen. Die sind 3D gedruckt und die sind auch nicht besonders teuer. Und die passen im Endeffekt immer perfekt zu einer Fernbedienung. Also habe ich gesagt, gut, probieren wir aus. Haben uns eine gekauft, einmal für die Mover-Fernbedienung. Die kommt gleich in den Schrank
Und dann habe ich gesagt, wenn wir schon bei der Gelegenheit sind, dann holen wir auch einen für die Truma. Interessanterweise habe ich dann festgestellt, dass bei der Truma tatsächlich sogar so ein Ding dabei war, aber ich weiß nicht mehr wo, ne? Das zu dem Thema. Und dann habe ich mir für die Truma auch noch einen bestellt. Das Schöne an den Dingern ist wirklich, die Teile passen da rein und dass die da rausfliegen können, so eine Bodenwelle habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Also die Dinge halten dann mit Sicherheit da drin bombenfest und die bringen wir jetzt gleich im Schrank an. Dann zeige ich euch das nochmal. Auch da haben wir uns Strips für gekauft. Auch da möchten wir ungern bohren. Die Strips halten ein Kilo. Ich behaupte mal, dass selbst die beiden Fernbedienungen zusammen, ich denke mal so 7, 8 Stück davon, die werden ungefähr ein Kilo wiegen, sollte also problemlos funktionieren. Und jetzt zeigen wir euch gleich mal, wie wir die anbringen. So, los geht's. Also zuerst mal die Strips anbringen. Ich musste wieder mal lernen, wie das funktioniert. Also man zieht im Endeffekt, sagen wir so, die eine Seite ab. Dann kann man hier oben, kann man noch super anpacken. Das ist für so Grobmotoriker für mich also auch relativ gut geeignet. Dann positioniert man die ganze Geschichte. Also hier, die haben in der Mitte, sieht man jetzt da auf dem Kamerabild sehr wahrscheinlich nicht so gut, haben die so eine kleine Wulst und deswegen klebe ich den Strip auch genau in die Mitte. Einmal richtig schön festdrücken und dann kann ich im Endeffekt gleich die andere Seite abziehen. Und bei der anderen Fernbedienung mache ich im Endeffekt genau dasselbe. Oh, das ging jetzt sogar relativ schnell. So. Ja, macht den Meister, ne? Aber wirklich. Irgendwann werde ich mal sowas wahrscheinlich in Nachtarbeit machen, um irgendwelche Kugelschreiber zu fertigen. So, auch hier in der Mitte drauf. Schön gerade. So. Dann sind die Dinger fest. Und jetzt im nächsten Step kommen sie dann im Schrank. So, wundert euch nicht, wir filmen jetzt aus dem Schrank und wir wollten euch ja gerne zeigen, wo wir die hinmachen. Die sind nützlich, die Teile, aber besonders schön sind sie nun auch wieder nicht. Und deswegen möchten wir sie gerne in den Schrank machen. Und fangen wir an mit der Mover-Fernbedienung. Die kommt ein bisschen weiter nach unten. So. Einmal richtig schön randrücken den Strip, dass der auch gut hält. So. Ist natürlich jetzt weit unten, habt ihr gar nicht gesehen. Deswegen kommt jetzt die Fernbedienung für die Klimaanlage. Ich zeige euch das aber gleich nochmal allgemein. Und die kommt dann im Endeffekt hier oben hin, weiter oben, ne? Mhm. Ich frage immer sicherheitshalber Sabine nochmal. So. Die kommt hier oben hin. Da stören die Dinger nämlich überhaupt nicht. Und hat den großen Vorteil, dass man super schnell da dran kommt. So. Einmal die Fernbedienung von der Klimaanlage. Zack. Und jetzt drehe ich die Kamera mal einmal ein bisschen nach unten, damit ihr da die Möglichkeit habt, das zu sehen. So. Und da ist die vom Mover. Zack. Und die Dinger, wie gesagt, hier, die bewegen sich ein bisschen, weil die Strips natürlich ein bisschen flexibel sind. Aber da kann nichts passieren. Weder sind die flexibel genug, dass die sich umdrehen könnten, noch können die Teile runterfallen. Also ich denke mal, das ist ganz gut gelungen. Und wir werden euch darüber berichten, ob das alles so hält oder ob vielleicht doch Schrauben besser sind. Das gibt es dann spätestens das Update in unserem nächsten Teil. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich anfangen soll. In unserem nächsten Tipp. Ach so, ja, genau. Also in unserem nächsten Tipp geht es um die Firma Gemaco. Da haben wir die Mel und den Guido kennengelernt am Camper Camp. Und die vertreiben das und diese Sachen wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Das ist einmal hier für den Wohnwagen oder Wohnmobil zum Reinigen. Hier ist für Edelstahl zum Reinigen und der Stab. Der kommt wirklich in jede Ritze und ich bin total begeistert. Ich meine, ich bin im Allgemeinen von Gemaco begeistert. Hallo Mel. Und dazu auch noch ein paar andere Filme, die nicht unbedingt was jetzt mit dem Camping zu tun haben, aber für den häuslichen Gebrauch und das ist echt ein Wundermittel. Ja, wir haben es tatsächlich zu Hause, ja. Also nicht bei uns zu Hause, aber wir haben es bei jemandem zu Hause angewendet, bei einem Stromkasten und das zeigen wir euch gleich. Und wir waren so begeistert. Das müssen wir euch einfach zeigen, können wir euch nicht vorenthalten. Genau, nur eine Sache, Nikotin. Und dann weiß wahrscheinlich schon jeder, der damit schon mal was zu tun hatte, worum es vielleicht geht. Ja, in dem Sinne. Jetzt schauen wir uns mal an, was Gemaco alles kann. Genau. Jetzt kommen wir zu Gemaco. Und zwar der Edelstahlreiniger. Einfach anzuwenden, man muss die Flasche vorschütteln. Und auf so ein Pad, wie man sieht, war das schon im Gebrauch.
einsprühen und dann die Flächen damit sauber reiben. Jetzt können wir mal zeigen. Wir haben hier tatsächlich an unserem Wohnwagen haben wir hier die ein oder andere Fläche, die dreckig geworden ist. Das sind Flecken, die wir nicht wegkriegen und wir wissen gar nicht genau, was das ist. Ja. Und jetzt lassen wir uns gleich mal überraschen, was der Reiniger dann dazu sagt. Ja, ich auch. Aber so wie ich die Gemarco kenne, kriege ich ja alles mit weg. Ja, gut, wir lassen uns überraschen. So, jetzt geht's los. Pad einsprühen. So. Und dann geht's. Reiben. Weil jeder kennt das ja, wer mit Edelstahl irgendwas, auch zu Hause, im Spülbecken, wie oft hat man das, dass das manchmal echt total gruselig aussieht. Aber der Fleck hat mich schon die ganze Zeit da gestört. Mal gucken, gleich, ob er weg ist, ne? Wenn nicht, Mel, melde ich mich. Boah, ein Wortspiel, meine Herren, ey. Wenn nicht Mel, dann melde ich mich. So, jetzt wird nachgeputzt. Genau. Und jetzt werden wir gleich sehen, wie es ausschaut. Also normalerweise ist sowas natürlich besser, wenn man auch Wasser angeschlossen hat. Aber wir stehen hier im Winterquartier, haben natürlich kein Wasser angeschlossen. Und dementsprechend sagen wir so, ist das schlecht. Mussten wir alles mitnehmen, aber nichtsdestotrotz, um euch das mal zu zeigen, funktioniert das. Und jetzt gucken wir mal gleich, wie das da aussieht. Also auf Anhieb würde ich sagen, sieht es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. So. Ob das vielleicht ein Materialfehler ist, bin ich mir nicht sicher. Aber ansonsten... Also ihr könnt es nicht sehen, so ist es sehr, sehr schön sauber geworden. Ja. Also der Fleck ist auch besser geworden. Er ist nicht ganz weg, aber er ist besser geworden. Dann müssen wir mal gucken, was das tatsächlich ist. Vielleicht ist das wirklich ein Materialfehler. Ja. Aber so ist das auf jeden Fall. Glänzt das wieder. Sieht klasse aus. Ja, also ich bin sowieso davon begeistert. Gut. Also das war jetzt der Edelstahlreiniger. Ja, genau. Und jetzt zeigen wir euch nochmal den allgemeinen Caravan-Reiniger, der sehr gut ist. Ja, das gucken wir uns jetzt an. So, das ist jetzt der Caravan-Reiniger. Den kann man jetzt drauf sprühen und dann muss man das natürlich alles runterstreifen. Nicht reiben, sondern runterstreifen. Also wie der angewendet wird, das steht auch in der Beschreibung drin. Ich mache das jetzt in dem Fall im Wasser schon rein. Man braucht nicht viel, das ist der Vorteil. Weil das ist wirklich richtig, richtig gut ergiebig. Ich zeige euch das jetzt einmal hier. Wir haben das extra so gelassen nach unserer Tour. Das ist jetzt richtig dreckig, aus dem einfachen Grunde, weil wir euch das mal zeigen wollten. Auch hier sieht man das. Also so sieht unser Wohnwagen normalerweise nicht aus. Nein. Ne? Nicht, dass ihr da denkt, was sind das denn für welche? So, und dann könnt ihr das jetzt sehen. Gemarco im Einsatz. Gemarco im Einsatz. So, also wir zeigen euch natürlich jetzt nur mal ausnahmsweise ein kleines Stück. Ja. Aber dann könnt ihr das sehen. Wir haben ja auch, zeigen euch ja auch gleich noch im Anschluss den wirklichen Hardcore-Einsatz. Ja. Aber jetzt könnt ihr das schon mal sehen. Ich zeige euch jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da unten, ja, kann man sehen. So, da ist jetzt der Dreck und jetzt so gehe ich mal. So sah es voll aus und jetzt sieht man das. Und jetzt gehe ich mal mit dem. Oh, mal unser schönes Logo, dass es mal wieder sauber wird. So. Ja, sieht gut aus. So. Wie neu. Ist auch noch fast neu. Also ihr könnt sehen, ich gehe jetzt nochmal nach oben, dann sieht man, da oben ist die Kante, wo es dreckig wird. Also das geht super schnell. Das ist streifenfrei. Das ist das, was uns also auch sehr, sehr gut gefällt. Also das wird wirklich streifenfrei sauber. Und der Reiniger ist, wie die Sabine sagt, sehr, sehr ergiebig. Das heißt, man kommt auch wirklich sehr, sehr, sehr weit damit. Und der macht diese schwarzen Streifen, die man ja schon fast gewohnt ist, die von der Klimaanlage kommt oder wenn man unter Bäumen steht.
komplett weg. Und wenn man hier so sieht, so. Wenn man das auf dem Video sieht, weiß ich nicht so genau. Müsst ihr mal bei uns vorbeikommen, dann zeigen wir euch das. Also spätestens, wenn wir auf der Messe sind. Dann sind diese Streifen wirklich weg. Ja. Also gerade diese Wasserstreifen, ne? Die, wenn die Klimaanlage da, wo das Wasser runterläuft, da sieht man manchmal diese Wasserstreifen. Und ihr könnt das jetzt sehen. Und ich gehe noch mal da oben hin. Da sieht man die Kante, die Dreckskante, sag ich mal so. Müssen wir natürlich alles noch sauber machen. Aber da kann man das relativ gut dran sehen, wie schnell das sauber macht. Und wir sind wirklich von diesem Reiniger begeistert. Und deswegen wollten wir euch den auf jeden Fall mal zeigen. Und wenn man mal das Wasser sieht, dann sieht man erstmal, wie viel Dreck da jetzt nur bei dem kurzen Stück drauf war oder drin war. Ja, das lohnt sich tatsächlich. Da kommt einiges zusammen. Also ihr seht, das wird ratzfatz sauber und wirklich richtig sauber. Keine schwarzen Streifen mehr, keine Schlieren. Streifenfrei. Und wie gesagt, da oben nochmal die Dreckskante, damit ihr das sehen könnt. So sah es vorher aus. Und wir sind wirklich begeistert. Auf jeden Fall. Und jetzt zeigen wir euch den Hardcore-Einsatz mit Nikotin und allem drum und dran. Jetzt geht's los. So, hallo. Also wir wollen jetzt heute mal den ultimativen Test machen. Und zwar haben wir einen Stromkasten gefunden, der durch Raucher so stark vergilbt ist, dass wir das hier mal ausprobieren werden. Moment. Tada! 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 Naja, wir schauen mal. Es wird ja versprochen, dass der wirklich gut ist. Wir machen jetzt, wie gesagt, den ultimativen Test und schauen mal, ob der wirklich so gut ist, wie alle sagen. Ja, dann kriegst du endlich unseren Wohnwagen auch mal richtig sauber, ne? So dreckig ist er dann wohl nicht. Okay, los geht's. Also. Irgendwie sieht man schon, dass die Sicke so runterkommt. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also es geht darum, einsprühen. Boah, da kommt da wirklich, schon eine ganze Menge. Ja, guck mal, der wird ja schon heller. Ja. Boah, ist das widerlich. Ich mache mal die Lampe an, dann kann man das vielleicht besser sehen. Das ist schon krass, was da jetzt schon passiert. So, jetzt soll man ja 1 bis 2 Minuten einwirken lassen. Aber normalerweise hättest du das vorher, glaube ich, noch so ein bisschen verteilen sollen. Ne? Das ist jetzt irgendwie so nur an den Punkt, wo du drauf gesprüht hast. Ja, das ist ein Stückkasten und mal sehen, ne? Also, wir warten und gleich geht's weiter, so. 1,5 Minuten später, ja was? Ja, vielleicht können wir das hier mal... Also, eigentlich könnte ich meinen Finger jetzt wegschmeißen, weil das echt abartig ist. Dann werde ich dir nie mehr die Hand geben. Ja, machen. Also, ungelogen... Der Stromkasten, da ist schon mehrmals mit Reinigungsmitteln und so weiter, ist das schon probiert worden. Und da ist nie irgendwas passiert. Also das ging gar nicht mit den verschiedensten Reinigungsmitteln. Und das ist schon, der Stromkasten ist bestimmt, 20 Jahre ist der bestimmt alt. Ja. Und da haben Raucher, wie gesagt, jeden Tag geraucht, ohne Ende. Die haben echt alles gegeben. Kann man so sagen, das wurde uns gesagt. Und jetzt sieht man das. Man kann natürlich auch hier den Unterschied sehen. So sieht es da aus. Und so sieht es auch drüber aus. Also das ist total... sickig. Ja. Und jetzt gucken wir mal. Es sind 1,5 Minuten. Ja, sind ja 1,5 Minuten schon fast rum, ne? Ja, jetzt gucken wir mal. Ich meine, man sieht das ja auch schon so. Man soll von unten nach oben wischen. Und ich muss sagen, der Zeug ist echt der Hammer. Also wir müssen jetzt echt lachen, weil ich sag mal, wir wissen das, also die hier wohnen, die haben schon oft versucht, das sauber zu kriegen. Und keine Chance. Und wie man hier sieht, da muss man schon echt, ja klar, das Zeug ist hier dran, aber... Also wie gesagt, das hat schon mit verschiedensten Reinigern, wurde das versucht und da hat nichts passiert. Das Ding sieht tatsächlich groß, wenn man da nochmal drüber geht, das glänzt. Also das sieht ein bisschen fast aus wie neu. Gehen wir mal. Das ist schon... Ja, da siehst du, wo das nicht so ganz so hingekommen ist, ne, aber... Also, ihr seht, das glänzt, das ist auch geworden, überzeugt uns auf jeden Fall selbst für solche Härtefälle. Also, was sagst du? Daumen hoch. Also kann man nur empfehlen. Ja, definitiv. So, das ist jetzt mein letzter Tipp von Gemarco mitunter. Diesen Clean Stick. Der ist so schön schmal, kommt in jede Ritze. Und wie der funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. Ich meine, jeder kennt das, der einen Wohnwagen und ein Wohnmobil hat. Es sind ja überall Rillen, Ritzen, wo man so schlecht rankommt zum Putzen. Aber wie der jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar einfach mal da drunter gehen und man kann den Dreck hervorheben, sofern Dreck da ist.
Hast du jetzt nochmal Glück gehabt, ne, dass da nichts drunter ist. Ja, aber man sieht. Ein bisschen Staub ist doch drunter. Man kennt das. Gerade wenn die Kiddies oder so dann in den Wohnwagen reinkommen, der Sand, der überall ist und man kommt ja schlecht mit dem Lappen irgendwie da drunter und der nimmt den Staub und den Dreck wirklich gut auf. Den kann man natürlich feucht machen oder nass und kann da drunter gehen und der funktioniert einwandfrei. Das kann man natürlich abmachen und waschen. Denn drin ist so ein Stiel. Vorführeffekt. Ja, geht's. Aber egal, auf jeden Fall kann man den Bezug waschen. Der okay. ist natürlich ideal. Also ich liebe Gemarco und diesen Stick. Da ist aber auch ganz kurz noch eine Frage, den Stick, ja. ich glaube, den Bezug gibt es noch in unterschiedlichen... Es gibt unterschiedliche. Der gelbe ist, glaube ich, nur für Staub und dann gibt es auch einen grün. Der ist, glaube ich, für gröberen Schmuck. für gröberen Schmutz. Nicht Schmuck. Schmutz. Also wenn der Schmuck mal unter den Schrank gefallen ist, dann den grün man den nehmen. Auch. Also der war eine große Hilfe, als wir unseren Knopf vom Herd gesucht haben. Ja, tatsächlich war der weg und mit der Hilfe haben wir ihn tatsächlich wiedergefunden. Also Gemarco ist vielseitig einsetzbar. Du liebster Teil, ne? Auf jeden Fall. Im nächsten Tipp, da zeigen wir euch was. Vielleicht erstmal ein kleines Ratespiel. Was ist das? Ich meine, am Ende, man weiß es nicht so genau. Ihr kennt ja unseren Wohnwagen mittlerweile und wir haben hinten unsere Tür zum Waschraum. Und die Tür zum Waschraum, die hat mehrere Funktionen bei uns. Zum einen macht sie den Waschraum tatsächlich zu und zum anderen hat sie gerne eine ganz besondere Funktion. Und zwar ist das so, die Klimaanlage ist ja im Schlafbereich angebracht. Und wenn die Klimaanlage nachts läuft, dann kommt der Wind runter. Und ich kann da nicht schlafen. Ich habe irgendwie immer Angst, dass ich krank werde. Und deswegen kann ich da nicht vernünftig schlafen. Und deswegen mache ich immer die Tür ran. Das zeigen wir euch gleich nochmal, wie das aussieht. Und dann will die Tür aber nicht ranbleiben. Jetzt kann man natürlich irgendwelche Säcke kaufen oder sowas. Habe ich auch schon überlegt. So einen Sandsack oder sowas, den man davor tut. Das Problem ist nur, ich stehe dann nachts auf, muss vielleicht auf Toilette und dann stolper ich über das Teil. Das weiß ich jetzt schon. Und dann habe ich durch Zufall im Internet eine Werbung gesehen. Und zwar ist das ein Türstopper. Und der Türstopper funktioniert so, das Teil kommt auf die Tür. Und das Teil kommt auf den Boden, das ist ganz flach, das heißt, wenn jetzt die Tür zu ist, stört das überhaupt nicht. Da kann man also nicht drüber stolpern oder irgendwas. Und wenn dann die Tür offen geht, dann geht die Tür da drüber, das Teil wird angezogen und dadurch wird die Tür festgehalten. Die wird jetzt von den Magneten festgehalten, die kann auch nicht weitergehen. Und wenn man jetzt die Tür wieder öffnet, zieht man einfach gegen den Magneten und die Tür geht wieder auf. Und das Ding baue ich jetzt gleich ein und dann zeigen wir euch das. Wichtig war mir, wir haben eine Fußbodenheizung hier und was ich mit Sicherheit nicht gemacht hätte, wer in den Fußboden gebohrt und was ich eigentlich auch nicht machen wollte, ist in die Tür zu bohren, weil ich auch nicht genau wusste, wie funktioniert das Ding, ist das überhaupt in Ordnung. Und das Schöne ist dabei tatsächlich, man kann das bohren, man kann das aber auch kleben, da kriegt man solche Klebepads dabei und die werden jetzt gleich zum Einsatz kommen und dann gucken wir mal, ob unsere Tür da bleibt, wo sie soll und ob das Ding so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. So schaut es bei uns aus. Wer unsere Videos kennt, der kennt auch schon unseren Wohnwagen. Man geht hier also in den Badbereich und hier sind unsere Einzelbetten. Ich schlafe tatsächlich auf der Seite und habe ich ja vorhin schon erzählt, die Klimaanlage ist hier oben drüber befestigt und ich mag das einfach nicht, wenn ich den Wind ins Gesicht bekomme. Der zweite große Vorteil, wenn die Tür offen bleibt, dann wird der Badbereich auch gekühlt. Wenn man zum Beispiel nachts mal auf die Toilette muss, ist das ganz angenehm, wenn da nicht 35 Grad drin sind. Kann nämlich tatsächlich im Süden passieren. Und deswegen soll die Tür an dieser Stelle bleiben. Ihr seht schon, auch da, wer unsere Videos gesehen hat, wir haben neue Matratzen reingemacht und die Matratzen sind ein bisschen dicker und die drücken die Tür auch nochmal weg. Ich lasse die jetzt einfach mal los und dann seht ihr, dann passiert genau das. Oder auch mal, wenn ich nachts zum Beispiel mal mit der Schulter irgendwie ein bisschen dran komme, dann macht die Tür im Endeffekt direkt wieder eine Fliege und die Badezimmertür geht zu. Und deswegen haben wir uns da unten in der Vergangenheit mit einem Keil beholfen, aber das ist blöd gewesen. Zum einen macht der da unten Flecken und zum anderen hat das auch nicht immer wirklich super gehalten und deswegen sind wir auf die Idee mit dem Türstopper gekommen. Und wie wir den jetzt anbringen und wie es dann aussieht und funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Also das ist das Teil, was an die Tür befestigt wird. Man sieht hier die beiden Schraublöcher. Ich werde jetzt tatsächlich, wie ich ja gesagt habe, nicht schrauben. Deswegen habe ich zu dem Zweck den beiliegenden doppelseitigen Klebebandstrip genommen. Und den werde ich jetzt da drauf kleben. Oh Mann. So, also kleben tut er jetzt schon mal auf jeden Fall super. Und jetzt gucken wir mal. Der kommt ganz außen auf die Tür. So, sollte natürlich dann auch im Endeffekt optimalerweise passen. So, dann fest andrücken. Also das mag durchaus sein, dass ich da noch mal schrauben muss. Also da würde ich jetzt wirklich nicht kein Ei drauf schwören wollen,
dass der Kleber hält. Bei dem anderen, der ist ja flächig auf dem gesamten Button. Da bin ich da sehr, sehr sicher. Hierbei bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das wird sich gleich im Endeffekt zeigen. Jetzt gucken wir erstmal. Ja, der sitzt schon sehr gut fest. Der klebt natürlich auch wirklich unfassbar. Und der stört hier überhaupt nicht. Auch das kann man sehr gut sehen. Also der macht da wirklich gar nichts. Und jetzt gucken wir mal. Sieht zumindest auch dekorativ aus, ne? Ja, ich finde auch. Ne? Der sieht gar nicht schlecht aus. Also in dieser goldenen Farbe. Und jetzt gucken wir mal, jetzt bringen wir mal das Bodenteil dazu an. Und die Bodenplatte, den Abstand dazu, gibt im Endeffekt das Teil an der Tür. Sagt mir ganz genau, wo das hin muss. So, und da werde ich es jetzt festkleben. Haben wir gemerkt, die Stelle. Machen wir bitte das Ding ab. Dann klebe ich das dahin. So, so muss er drum, ne? Die Öffnung nach vorne. Jawohl. So. Einmal festkleben. So. Und jetzt. Zack. Tada. Bleibt die Tür genau an der Stelle, wo sie soll. Jetzt habe ich sie natürlich weggemacht, aber ich sage mal, im Endeffekt dann ist das so, die bleibt tatsächlich da drauf. Kann man jetzt sehr, sehr gut sehen. Mhm. Und erfüllt im Endeffekt tatsächlich genau den Zweck, wenn jetzt Sabine nochmal einmal in die Totale geht. Dann kann man das sehen. Zack. Und schon sitzt das, hält die Tür offen. Und ich denke mal, das ist genau das, was wir wollen. Denn wenn ich jetzt die Tür offen mache, das Ding hier an der Stelle stört überhaupt nicht. Ich tue mal die andere Kamera weg. Dann könnt ihr das sehen, das Ding stört überhaupt nicht. Also da kann man sauber machen. Überhaupt gar kein Problem. Und wenn ich die Tür im Endeffekt offen halten möchte, dann mache ich die da dran und das war's. Also ich denke mal, Mission auf jeden Fall gelungen. Wenn ihr also solche Türen habt, wenn ihr nicht möchtet, dass die irgendwo gegenknallen, weil der stoppt ja auch die Tür effizient und der hält die Tür auch fest, dann seid ihr damit auf der sicheren Seite. Kostenpunkt inklusive Versand aus dem Internet 9 Euro. Also ich denke mal, da kann man auch nicht viel falsch machen. Die ganzen Aufkleber sind dabei. Also können wir euch auf jeden Fall empfehlen. So, das waren die Tipps bisher und jetzt kommt, wie versprochen, der alte Bekannte. Genau. Ja. Und zwar... Genau so ist das. Und bevor ihr jetzt ganz schnell abschaltet, also es gibt ja einige, die sagen, Silvi ist einfach unfassbar teuer, möchten wir euch gerne mal ein kleines Interview zeigen, das wir mit dem Inhaber der Firma Silvi, dem Christoph, auf der Messe in auf der CMT in Stuttgart geführt haben. Und da haben wir ihm genau diese Frage gestellt, weil wir die von euch tatsächlich auch in den Kommentaren zu unserem letzten Video gehört haben, haben wir ihm diese Frage gestellt und das möchten wir euch jetzt gerne mal zeigen, wie er darauf geantwortet hat. Ja, wir sind auf der CMT und wir sind bei Silvi. Wir hatten ja vor kurzem einen schönen Bericht über Silvi gemacht und da hat der eine oder andere von euch uns eine Frage gestellt und da habe ich gesagt, weißt du was, wenn wir auf der CMT sind, dann besuchen wir den Christoph und dann reichen wir die Frage einfach mal weiter. Qualitativ, das spricht euch wirklich keiner ab, eure Ware ist wirklich toll. Also wir haben ja auch die Kaffeemaschine, die bewegt sich keinen Millimeter und der Rest auch nicht. Was aber tatsächlich einige von unseren Zusehern und Abonnenten sagen ist, Silvi ist mir zu teuer. Und was sagst du dann, Christoph? Das würde ich gerne jetzt mal von dir hören. Ja, jetzt erstmal Servus hier aus der CMT in Stuttgart. Freut mich mega. Wir haben hier einen krassen Zulauf. Leider ist der Stand zu klein. Ich habe nicht mehr Quadratmeter bekommen. Aber am Wochenende war es nicht mehr möglich, hier umzufallen. Uns haben sie komplett überrannt. Ja. Und diese Frage möchte ich ganz gerne aufnehmen. Die bekommen wir auch ganz oft gestellt. Ja, warum ist Silvi eigentlich so teuer? Es gibt eigentlich zwei Erklärungen dafür. Zum einen natürlich, wir produzieren alles hier in Deutschland. Wir importieren nichts. Es ist alles made in Germany in der höchsten Qualität. Das zweite ist, ihr müsst euch vorstellen, die Magnete hier integriert in den Gläsern sind ja komplett handvergossen. Also da ist noch ganz, ganz viel Handarbeit, viel Manufaktur auch mit dabei. Und das ist natürlich auch dementsprechend auch anspruchsvoll. Das zweite, warum dass wir eigentlich auch höherpreisig angesiedelt sind, weil ihr kauft ja nicht nur ordentliche Gläser und Geschirrkollektionen, sondern ihr kauft ja mit jedem Set auch eine Verstaulösung mit. Also viele müssen ja das wissen. Stefan, ihr wisst es und Sabine auch. Diese Pads, die sind ja immer wieder ablösbar, abwaschbar, mit klarem Wasser und dann immer wieder verwendbar. Ja. Und das ist eigentlich das, was wir hier auf der Messe am meisten oder am öftersten erklären. Hey, der Gegenpol ist bereits mit im Set integriert. Also ihr kauft eine Verstaulösung direkt mit. Moment, warte eine Sekunde. Wir schneiden mal einmal kurz. Okay, gut, also weiter geht's. So, weiter geht's. Ihr habt es gemerkt, da kam eine Durchsage und wir wollen natürlich nichts verpassen. Also die Pads kann man abwaschen, das haben wir gesehen. Ja. Und die Magneten sind sehr hochwertig handvergossen. Genau.
stellt man tatsächlich, die Qualität ist auch wirklich unbestritten. Ja. Und jemand, der halt wirklich sagt, hey, ich möchte mein Kristallglas mitnehmen, ich möchte gerne Wein aus Kristallglas trinken und so, er stellt es einfach ab und fährt los. Er braucht es nicht mehr wegräumen, nichts mehr verpacken. Gestern war eine Dame da, die hat gesagt, hey, ich habe da immer Geschirrtücher, Topflappen dazwischen, Eierschachteln und weiß der Teufel was. Also die sind ja wirklich erfinderisch, was die da alles für Utensilien verwenden, zu verpacken. Aber man stellt es einfach rein und fährt los. Und wenn man einmal diesen Komfort gewohnt ist, dann, ehrlich gesagt, da möchte man nichts anderes mehr. Und wir haben jetzt auch einen Grundausstattungsbundle quasi zusammengestellt mit euren Lieblingen. Und die meisten Kunden fangen mit einem Set quasi an und sind dann so, ich sage immer, silvifiziert, dass die dann sich die gesamte Ausstattung quasi holen oder sich dann auch schenken lassen. Die kreuzen bei uns im Katalog immer an, ich will das zu Weihnachten, ich will das zu Geburtstag, und nach haben die irgendwann eine ganze Silvi-Kollektion besammelt. Das sagen uns tatsächlich auch einige, die kaufen Stück für Stück. Und an der Stelle nochmal, also wir müssen es einfach, wir können es bestätigen. Klar, qualitativ, ich habe festgestellt im Leben, wenn man günstig kauft, kauft man meistens mehrmals. Und unsere Kaffeemaschine, die steht mittlerweile sicher, wir müssen die nicht mehr rausräumen, haben wir euch in den Gadgets gezeigt. Und wir werden euch in einem neuen Video, werden wir euch noch ein paar Sachen von Silvi zeigen, im Praxisgebrauch, das ist uns ja immer sehr, sehr wichtig. Und das war eine gute Erklärung, daran sieht man das vor allen Dingen, ich finde das mit der Handarbeit, finde ich das gut. Und vor allen Dingen, du stehst ja auch mit deinem Namen, ne? Also du sagst, okay, das hält und das haben wir festgestellt und das finde ich gut. Ja. Christoph, ich sage danke. Danke, ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Messe und wir sehen uns aller spätestens in Düsseldorf wieder. So machen wir es, danke, servus, ciao. Ciao. So, und jetzt geht's gleich los mit den Neuigkeiten, die wir uns bei Silvi zugelegt haben. Mhm. Also wir brauchten noch ein paar Sachen, die uns sehr gut gefallen haben. Die zeigen wir euch jetzt gleich. Nochmal ganz kurz dazu, ihr habt es jetzt gesehen, also wir haben Christoph gefragt und er sagt, die Qualität, die verarbeiten, dass die das in Deutschland produzieren, das kostet Geld. Darüber müsst ihr letztendlich selber entscheiden. Also letztendlich muss jeder für sich entscheiden, ist mir ein gewisses Produkt das Geld, was es kostet, wert oder nicht. Wir sind, das wisst ihr ja, persönlich sehr davon überzeugt. Wir verstehen aber auch jeden, der sagt, okay, mir ist das zu teuer. Ja. Der Mehrwert, den man dafür bekommt, der ist mir das nicht wert. Kein Problem, haben wir Verständnis für. Aber für alle anderen zeigen wir euch jetzt gerne noch die Produkte, die wir uns zugelegt haben. Das sind Salz- und Pfeffermühle, ne? Ja. Und Gewürzgläser, weil die brauchten wir dringend. Und noch ein paar Gläser. Wir haben nur so Gläser, die relativ klein gewesen sind. Und jetzt haben wir uns mal Gläser mit größerem Volumen gekauft. Und die haben uns dann von Silvi geholt. Und dementsprechend möchten wir euch die jetzt mal zeigen. Und jetzt geht's los mit den Silvi-Tipps. Also, hier haben wir mal die Streudosen. Und das sind die neuen Einsätze, die jetzt bei Silvi gibt. Ich zeige auch noch gleich, dass es in drei verschiedenen Größen gibt. Steckt man da drauf. Mutig, richtig draufdrücken. Ja, ich hatte erst im ersten Moment Schiss, dass die Dinge reingehen. Aber die muss man schon mit ein bisschen Saft, muss man die da tatsächlich draufdrücken. Ja, so, dann sieht man. Man kann damit hinterher super streuen. Ich habe jetzt nichts drin. Dann kommt der Deckel wieder drauf und alles hält. So, dazu gibt es ja in diesem Paket, gibt es ja wieder diese Metallleiste. Und wir haben uns schon im Vorfeld überlegt, wo wir überhaupt hinmachen. Und zwar haben wir uns vorgestellt, hier an der Seite. Ja, Sabine hat das so im Kopf, dass das gut aussieht. Ich bin da immer begeistert. Bei uns beiden ist Sabine die Kreative. So. Ich habe auch schon vor die Fläche gereinigt. Das ist ganz wichtig, weil sonst hält das wahrscheinlich nicht. So. Einmal anbringen. Der Tipp ist natürlich, die Leiste mindestens 24 Stunden, ohne dass sie beschwert wird, einfach anheften zu lassen oder dass sie kleben bleibt. Wir zeigen euch das jetzt einfach mal, wie das dann letztendlich aussieht. So, so und so. Und? Und jetzt wollen wir ja noch zeigen, die verschiedenen Einsätze. Okay. Hier ist einmal mittel, groß. Aha, den kleinen hattest du ja gerade schon. Und den kleinen hatte ich gerade, genau. Jetzt häng dir aber bitte nochmal da dran, damit man einmal richtig sehen kann, so in der Totale, wie das aussieht. Und? Bom, bom, bom. Ja, dann sieht man, wie stark die Magneten sind. Also, ihr seht, so schaut das jetzt aus. Genau. Und ich, also mir persönlich gefällt es wieder mal gut. Einfach nur schick. Ja, sieht klasse aus. So, dann haben wir die Salz- und Pfeffermühle. Mhm. Und da fährt man tatsächlich auch solche Pads. Aber wir haben bei uns den großen Vorteil, den Sabine euch jetzt zeigt. Wir haben eine Abzugshaube.
Und da bleiben die Salz- und Pfeffermühle super dran hängen. Natürlich machen wir die während der Fahrt ab. Das ist auch der Tipp. Besser ist es, weil das ist ja Glas. Und wenn das runterfällt hier auf die Glasplatte vom Herd, das wäre natürlich nicht so optimal. Das wäre auch schade. Zum Kochen natürlich super, denn man hat sie direkt in der Hand. Ja. Und da sind auch tatsächlich das, was den Teil des Preises ausmacht, habe ich mir von Christoph sagen lassen, die haben da sehr hochwertige Mahlwerke drin verarbeitet. Ja. Und genau. Das macht einen Teil des Preises aus, ne? Genau, das ist, damit die Feuchtigkeit sich dann nicht festsetzt und man nur Klumpen da oben hat. Und wie gewohnt gibt es auch hierfür wieder diese normalen Pads, die man überall hinmachen kann, wenn man die einfach hier so irgendwie, ich sag jetzt mal, hinklebt. Die kann man ja wieder abmachen, wenn man das nicht mehr möchte. Und dann kann man sie auch da hinstellen. Ist auch kein Problem. Was auch gar nicht so schlecht aussehen würde. Ja. Ja, so, gut. Und dann haben wir noch Gläser. Ja. Und ihr kennt ja schon, da hinten, das sind unsere Tassen. Und die bleiben auch da. Ja. Weil wir wollen jetzt im Moment erstmal gucken, wo wir die Gläser dann am Ende hinmachen. Aber mir war das sehr wichtig. Wir haben nur so kleine Gläser gehabt. Und wenn man abends sitzt, hat sich dann auf der Polstergarnitur richtig bequem gemacht und muss dann wieder raus, um nachzugießen. Da habe ich mir überlegt, schöne große Gläser, auch für Eiswürfel und so weiter, sind da ja, besser. Ja. Vor allen Dingen ist das auch echt Glas. Okay, aber trotzdem nicht so schwer, ne? Nein, überhaupt nicht. Und die kann man hier super, weil wir ja auch diese Metallleiste hier haben, super da anbringen. Ja. Ups, ja. Und die können auch tatsächlich während der Fahrt können die problemlos da hängen bleiben. Das ist überhaupt gar kein Thema. Da unten seht ihr ja immer noch die Pads von unserer Kaffeemaschine, die dann da wieder hinkommt. Und zu den Gläsern sind eckige Pads, die man wie gehabt überall hinkleben kann, wo man möchte, wo die Gläser stehen sollen. Okay. Also ihr merkt langsam aber sicher, wir haben bei Sevi jetzt den Stand erreicht, den wir gerne haben möchten. Die Gläser waren wirklich schön. Die Tassen können wir auch, wie gesagt, nach wie vor empfehlen. Ja. Und Salz- und Pfefferstreuer, das ist eine feine Sache. Und diese Gewürzgläser... Mühle, ja. Diese Gewürzgläser haben es mir angetan. Weil man dann einfach alles aus den Fingern hat und man im Endeffekt sagen wir so beim Kochen und so weiter ganz problemlos da hingreifen kann, ja. Holt sich die da weg. Alles Weitere, wie gesagt, hatten wir schon lange und ausgiebig darüber gesprochen. Wenn es euch zu teuer ist, das ist euer gutes Recht. Können wir verstehen, aber wie gesagt, die Qualität zahlt sich wirklich aus. Ja, also die waren schon mit uns jetzt viele, viele Kilometer unterwegs. Also nicht alles davon, aber einiges. Ja. Und bis jetzt sind wir sehr zufrieden, ne? Kann man so sagen. Das ist so. So, das war schon der zweite Teil unserer Gadget-Reihe. Ja, so schnell geht's vorbei. Genau so ist das. Wenn man überlegt, wie lange man dafür dreht, um so einen Teil fertig zu bekommen mit den ganzen Tipps. Also das dauert immer ewig und 3 Tage und dann ist es doch im Video wieder so schnell vorbei. Und, aber wir hoffen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Nicht nur für uns, auch für euch. Ja, das ist der Gedanke. Ne? Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und da vielleicht auch der ein oder andere Tipp für euch dabei ist. Wir können schon sagen, über kurz oder lang kommt Teil 3. Und dann Teil 4, Teil 5 und Teil 4474. So viel wahrscheinlich nicht. Nee, so weit werden wir sicherlich nicht kommen. Aber natürlich, wir finden immer neue Gadgets und werden von euch auch auf neue Gadgets hingewiesen. Jetzt ist Ende Februar, ist in Essen die Messe. Oh, Wortfindungsstörung vom Allerfeinsten. Nichtsdestotrotz, da fahren wir nach Essen und wir sind schon sehr gespannt, was es da so an Neuigkeiten gibt bei Herstellern und Wohnwagen, Wohnmobilen rechnen wir nicht so wirklich damit, aber bei Zubehör vielleicht, deswegen lasst euch überraschen. Ja, Zubehör, Technik. Ja, da mag vielleicht das eine oder andere dabei sein und von uns erstmal an der Stelle, wir würden uns natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ihr wisst ja, ne, ein Daumen hoch zeigt an, euch hat das Video gefallen und wenn ihr natürlich Lust habt, dann wird uns auch sehr, sehr freuen. Abonniert auch unseren Kanal. Läutet die Glocke. Denn dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Und bis dahin, vielleicht schafft ihr es ja nach Essen zur Messe zu gehen. Wenn ihr das schafft, wir sind da. Wenn ihr uns seht, wie gesagt, sprecht uns gerne an. Wir haben das ein oder andere Mal, wir haben euch gesehen, aber wir haben uns nicht getraut, euch anzusprechen. Also wir freuen uns sehr darüber. Mhm. Wenn ihr uns seht, einfach auf die Schulter klopfen und sagen, hier bin ich. Und wenn ihr nicht nach Essen fahrt, dann geht campen, denn langsam werden die Tage länger hell. Ja. Das merkt man wirklich. Und das Wetter soll ja im Moment mal ein ganz kleines bisschen besser werden. Also geht campen, so oft das geht. Nutzt die gute Zeit. Passt gut auf euch auf. Bleibt uns bitte gewogen. Und von uns aus auf jeden Fall habt eine richtig, richtig gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.